Hallo, ihr Rauchfleisch-Fetischisten und Trashfilm-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Donnerstagsausgabe der Trashothek Movie Minutes. Jawohl, ich bin froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Heute ist es soweit, wie angekündigt, Rambo 7. Ein fieser kleiner Trick, um die YouTube-Zahlen nach oben zu treiben. Das haben wir ja gelernt. In der letzten Sendung hat Sascha es ja angesprochen. DVD-Vertriebe und Promotion-Leute von Filmfirmen benennen Filme, die eigentlich gar nichts mit der Filmreihe zu tun haben. Gerne auch mit Titeln, mit Fortsetzungsnamen. Wie beim letzten Mal American Warships 2, der im Original Bermuda Tentacles hieß und mit den American Warships gar nichts zu tun hatte. Ja. Und genauso machen wir das jetzt bei den Movie Minutes auch. Also wir reden heute nicht über Rambo 7. Und was soll eigentlich hier dieser Grillunsinn? Das ist der zweite Grad der YouTube-Verarsche, den ich mir so ausgedacht habe, um noch ein paar Klicks mehr zu generieren für die Movie Minutes. Weil Barbecue-Videos sind momentan total in. Da muss nur irgendwo in den Text Barbecue drinstehen, da hast du direkt zigtausend Zuschauer. Ah, okay, Barbecue-Content. Barbecue-Content! Genau, deshalb heute hier Barbecue. Wir grillen ein bisschen Hand. Ihr seht, es passt eigentlich auch zu dem Film. Ja, es ist nicht mal gelogen, ja. Denn wir präsentieren heute Motel Hell. Im Deutschen Hotel zur Hölle. Ja, siehst du, im Deutschen gab es direkt ein Upgrade, war es sogar ein Hotel, nicht mehr nur ein Motel. Aber Vincent, der gutmütige Farmer Vincent, betreibt mit seiner Schwester ein Motel, und dieses Motel hat das beste Rauchfleisch der Umgebung. Thorsten, wie kommt das? Das ist nämlich ein schönes Nebengeschäft, was die beiden betreiben, und die produzieren selber das heißgeliebte Rauchfleisch. Und dieses Rauchfleisch wird mit verschiedenen Zutaten produziert und hergestellt, eben auch solchen. Also nicht nur Schweine, sondern auch Menschen geraten dort in den Fleischwolf. Und an den Nachschub für das Rauchfleischprodukt, an das Menschenfleisch, kommen sie, indem sie ein paar Unfälle auf den umliegenden Straßen inszenieren bzw. herbeiführen, um dann die Opfer in einem nahegelegenen Garten bis zum Hals im Erdboden zu verbuddeln und schön vor sich hin darben zu lassen. Damit die nicht schreien können, schneidet man ihnen noch kurzerhand die Stimmbänder durch, dann kriegen sie einen Sack über den Kopf und ab und zu wird dann mal der eine oder andere rausgeholt und in den Fleischwolf gehauen. Sie kamen alle irgendwann hier vorbei. Und alle hörten sie die Laute aus dem Garten, den niemand betreten durfte. Ida wird Ihnen den Weg zeigen. Wollen Sie, dass wir uns eintragen? Sie alle trugen sich hier ein, für eine Nacht und blieben für immer. Lass das! Eine Nacht mit Ida und Vincent wird zum Inferno, zur Hölle. Was ist denn das für eine Scheiße? Das Ganze ist jetzt nichts Überraschendes. Die Autos von den Unfallopfern entsorgt man natürlich im nahegelegenen Sumpf. Und wie gesagt, das Ganze ist nicht neu. Das kennt man auch aus Psycho oder auch aus Texas Kettensägen-Massaker. Aber ist schon ganz schön starker Tobak. Es ist starker Tobak, es macht Spaß. Es ist so eine schöne 80er-Jahre-Slasher-Atmo. Der Film ist auch von 1980. Schön knallig. Die beiden Protagonisten, wie gesagt, Farmer Vincent und seine Schwester, sind auch auf ihre Art und Weise auch noch schrullig lustig, dass man ihnen eigentlich gar nicht wirklich böse sein kann. Und man möchte auch gar nicht, dass sie irgendwie erwischt werden. Nein, es macht einfach total Spaß. Der Film ist überhäuft mit lustigen kleinen Sprüchen und wirklich rabenschwarzem Humor. Vincent, glaubst du, dass die Leute in den kommenden Jahren die Arbeit, die wir hier tun, wirklich schätzen werden? Ich habe eine Überraschung für dich. Toll, ich liebe Überraschungen. Die Leute, die da um die Ecke bringen, irgendwelche merkwürdigen, kiffenden Rockbands, irgendwelche sexuell entgleisten Fetischisten, die im Motel da unterkommen, das ist eine Ansammlung an Skurrilitäten, die auch noch dazu äußerst unterhaltsam ist. Also dieser Film ist wirklich witzig, auch wenn man ihn nicht wirklich als Splatterfilm einordnen kann. Es gibt die eine oder andere blutige Szene, es gibt auch eine Kettensägen-Szene, wo man so ein bisschen versucht hat, das Texas Kettensägen-Massaker so ein bisschen hops zu nehmen. Da gibt es ein Duell mit zwei Kettensägen sozusagen. Die bekämpfen sich nicht mit Lichtschwertern oder mit Messern und weiß Gott irgendwas, sondern wirklich mit zwei Kettensägen da in diesem großen Finale. Und der Film macht einfach Spaß. Denn auch der schrecklichste Albtraum ist nichts gegen das, was sie mit ihren Gästen machten. Aber wer wäre denn auch auf die Idee gekommen, von wem die Laute wirklich stammten?
für eine Ewigkeit in der Hölle. Was wir brauchen, sind mindestens $200,000. Helft uns und damit euch. Sie werden Ida nie in ihrem Leben wieder vergessen. Vergessen können. Was willst du denn? Genau wie Vincent. Jemand versucht mich umzubringen! Und den Garten der beiden. Wenn Sie gute Nerven haben, kommen Sie für eine Nacht und erleben Sie den schlimmsten Albtraum Ihres Lebens. Im Hotel zur Hölle. G, bei diesem ganzen, bei diesem wunderschönen kleinen Meisterwerk hat Kevin Connor geführt. Das ist unter anderem der Regisseur, das ist so ein Vielfilmer, der hat wahrscheinlich viel fürs Fernsehen gemacht, aber der hat unter anderem die Trashfilm-Klassiker Caprona, Vergessene Welt und auch Caprona 2 gedreht, dann Warlords of Atlantis, also im deutschen Tauchpfad des Schreckens, und auch den wunderbaren Goliath-Sensation nach über 40 Jahren, wo Mark Harmon war es, glaube ich, damals, genau, Christopher Lee findet, und zwar in einem im Zweiten Weltkrieg abgeschossenen Kreuzfahrtschiff mitten im Meer unten, und die Überlebenden in diesem Kreuzfahrtschiff haben über 40 Jahre in einer Wasserblase überlebt. So, und werden ja, dann sicher nach und nach geborgen. So eine Mischung aus Katastrophen, Fantasy und Nazi-Ploitation-Ding. Eigentlich. Hm. Aber eigentlich eine spannende Geschichte. Müsste auch mal langsam auf DVD rauskommen, liebe DVD-Produzenten, weil gibt es noch nicht. Habe ich vor ein, zwei Jahren mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Schöne Geschichte. Also Kevin Connor hat auch hier seine Sache sehr gut gemacht. Also wie gesagt, der Film ist handwerklich gut umgesetzt, hat ein paar schöne Effekte, ein paar lustige Effekte, hat jede Menge Kunstblut und ist auch sonst eigentlich richtig gut abgehangen, wie das Rauchfleisch selber auch. Und diese Blu-ray-Veröffentlichung ist wirklich in bester Qualität. Es macht wirklich Spaß, diesen Film in guter Qualität nochmal zu gucken. Viele kennen ihn ja wahrscheinlich noch aus den frühen 90ern in irgendwelchen schlechten Videoveröffentlichungen, wie sie damals halt so rumgegangen sind. Die Älteren von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, Wolfman Jack, der recht berühmte, stimmmarkante Radiodisc-Jockey, hat seinen Gastauftritt da. Wolfman Jack. Ist ab und zu mal bei Simpsons auch dabei gewesen. Ja. Und der hat dann schönen Auftritt als Laienprediger im Fernsehen, als auch dann da in dem kleinen Ort, wo diese Geschichte auch angesiedelt ist. Takes all kinds of critters to make Farmer Vincent Fritters. Eine Sache, die mich so eigentlich, das ist so ein kleines Sache, so eine Sache, wo ich wieder mal an die Veröffentlicher oder an den DVD-Vertrieb bzw. an das Label rangehen muss, ist, ich finde dieses Cover nicht besonders gelungen. Ich bin ja jemand, der auch sehr auf Cover steht und sich auch durch Cover inspirieren lässt. Und wenn ich das Ding so gesehen hätte, gut, ich kannte Motel Hell schon, ich dachte, okay, schön, nehme ich mit, aber wenn ich das Ding nicht kennen würde, würde ich den jetzt anhand dieses 0815 und so auch sehr langen, belanglosen Covers eher in diese Kategorie einer der schnell heruntergekurbelten Billig-Slasher aus Tschechien oder aus irgendwelchen Ostblock-Ländern einsortieren und den nicht als Horrorklassiker betiteln, wenn man es nicht weiß. Natürlich, der Filmkenner weiß, um welchen Film es sich handelt, aber es gibt bei der englischen und auch bei der amerikanischen Veröffentlichung der Blu-ray gibt es viel, viel schönere, richtig geile Retro-Arthouse-Cover und auch selbst das Original-Cover, was wir jetzt hier gerade einblenden, aus der Videoveröffentlichung von damals, macht irgendwie noch mehr her als natürlich der bekannte Schweinskopf mit der Kettensäge, aber einfach so ein Foto einretuschiert. Also das finde ich irgendwie, das geht schöner. Aber es sollte euch nicht daran hindern, die DVD zu kaufen, deshalb zeigen wir es ja hier. Macht wirklich Spaß. Ein schöner, kleiner, gut abgehangener Trash-Klassiker. No chemicals or preservatives, just 100% honest to goodness hickory smoked meat. He makes the best meats in the whole world. Meats, meat, and man's gotta eat. Wanna know why Vincent's meat tastes so good? It's because he mixes the pork with the... Kommen wir zur Bewertung. Genau, kommen wir zur Bewertung. Nichts fürs erste Date. Ja, da würde ich einfach sagen, geben wir mal eine 4. Ja. Nicht ganz 5, aber eine 4, weil er doch die Grenzen des guten Geschmacks nicht zu weit überschreitet und auch durchaus sehr viel Humor drin vorkommt, kann man einer doch etwas, einer Frau, die mit schwarzem Humor gut umgehen kann,
kann man das Ding auch zeigen. Ja. Gut, Bierdeckelfaktor. Bierdeckelfaktor, auch da eine 4, außer dass die beiden ständig Leute umbringen und in Anführungsstrichen dann durch den Fleischwolf drehen, passiert nicht wirklich viel. Es gibt hier ein, zwei kleine Nebenhandlungen, die aber nicht wirklich kompliziert sind. Stichwort durch den Fleischwolf drehen. Ja. Glutamat. Auch da geben wir eine 4, weil da gibt es wirklich die eine oder andere schöne Szene. Vor allen Dingen da, wo die Leute eingebuddelt werden mit den Köpfen und ja, ihr werdet es einfach selber sehen. Jetzt, worüber wir gar nicht gesprochen hatten. Ja, Sexorama. Da gibt es so eine ganz leichte 1. Eine ganz leichte 1. Es gibt die eine oder andere Brust zu sehen. Oh. Es gibt eine Schwimmszene. Es gibt keinen echten Sex. Es gibt einen schönen Sadomaso-Sex zwischen einem Gastpärchen in dem Motel. Aber das ist eher lustig als erotisch. Der Trashpegel. Ja, der Trashpegel liegt natürlich hier ganz klar bei 5. Ding, 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 ding. Mal wieder. Was dazu führt, dass wir eine Gesamtzahl von insgesamt 18 Punkten haben. Und das durch 5 ist eine 3,6. Uhu. Damit, jetzt klemmt der Stift hier. So. Wir haben eine neue Bronzemedaille. 3,6 für Motel Hell. Mhm. Ja, und damit ist Motel Hell auf Platz 3 unserer Wall of Trash gerutscht. Aber wie auch immer, es ist ja nun immer so, dass alle, die auf dieser Wall of Trash stehen, eigentlich Filme sind, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Weil sie machen alle Spaß, sie sind unterhaltsam, mehr oder weniger, aber eigentlich durchweg, weil sonst würden sie euch nicht empfehlen, weil wir nur das empfehlen, was wir gut finden. Und ja, sie sind alle zu Ehren gekommen, auch wenn sie mal mehr oben und mal mehr unten stehen. Sie haben alle irgendwas. Aber natürlich die große Trash-Formel, Sex, Cells, Blut, ne? Blood, Breasts and Beasts heißt es doch immer so schön. Wenn das erfüllt ist, landet man ganz oben. Das hat nichts mit Filmqualität zu tun. Ja. Ja. Oder wenn man lecker Rauchfleisch hat. Bevor wir jetzt Schluss machen, noch ein ganz kurzes Wort. In 3 Wochen ist das Weekend of Horrors, wo wir auch einen Stand haben werden. Ja, und bis dahin verlosen wir ab sofort in jeder Sendung eine unserer bereits bekannten und total hochgeschätzten Trashothek-Wundertüten. Hol sie dir die Trashothek Wundertüte mit trashigen Süßigkeiten, total unnützen Spielzeuggimmicks, blöden Masken und immer einer ultra-trashigen DVD oder sogar Blu-ray. Die Trashothek Wundertüte, nur bei uns zu gewinnen oder auf dem Weekend of Horrors. Ihr müsst nichts anderes machen, als diesen Beitrag hier von Facebook weiter zu liken und zu posten. Und wir sehen das dann ja, ob ihr gepostet habt oder nicht. Und alle, die den Beitrag weiter posten oder auch liken sozusagen, kommen in die Lostrommel und in der nächsten Woche geben wir dann schon den ersten Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Super. Ist doch ganz simpel, oder? Also, wir tun momentan alles, damit wir ein bisschen mehr Zuschauer bekommen. Bis neulich. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich gehe jetzt.